Ja, hallo liebe Freunde, willkommen im Spiel 7 Days to Die, gemoddet mit der Mod Starvation am Tag 67. Wie ich will erstmal in den Keller ein bisschen Stahl einschmelzen und ja, gucken, was da so los ist. Ich brauche außerdem einmal die Knochen dabei, ein bisschen dreckiges Wasser. Mit dem Auslegen der Fliesen hier bin ich noch nicht viel weiter gekommen, also ich bin noch nicht fertig. Geschweige denn vom Aufwerten. Und hier hinten habe ich 8 Reihen wieder weggenommen. Vielleicht mal nehme ich noch 2 weg oder so, damit hier mein Feld ist für die Tiere. Doch, haben sie wieder eingeführt, dann haben sie jetzt verdoppelt hier die Anforderungen, glaube ich. Nee. Nee, doch nicht. Wollen wir mal anfangen, Stationen zu machen. Die anderen habe ich alle eingeschmolzen, die ich hatte, die von den Haken da. Das dauert 40 Sekunden, ja gut. Dann haben wir 2 Pharma-Stationen gleich fertig. Die kleinen Dinger da, die Pipes fehlen mir noch. Ofen habe ich, Pott habe ich, Grill habe ich. Müsste ich doch. Ach da, steht doch Kraft. So, die beiden einfachsten Sachen habe ich schon. Und jetzt gucken wir mal nach. Mehl, Latte, Workbench. Lithium-Batterie.
Jetzt wird es langsam für mich unübersichtlich. Jetzt warte ich ab, bis das hergestellt ist. Da finden wir noch die Latte und die Workbench. Das dauert ein paar Minuten. Ich meine, ich hatte ihn irgendwo noch einen Anvil. Aber kostet ja kein Geld, machen wir neu. Mechanikstation, Mill habe ich, Latte habe ich, Workbench habe ich, Batterie habe ich. Wieso kann ich die jetzt nicht machen? Verstehe ich wieder nicht. Big Anvil. Station habe ich, dann brauche ich das Brückenglas nicht mehr. Mill habe ich, das habe ich doch alle jetzt. So kann ich die nicht machen. Was mache ich wieder falsch, Leute? Mill habe ich, Latte habe ich, Workbench habe ich und K-Batterie habe ich auch. Ach, da brauche ich zwei von. Ja gut, dann macht das Sinn. Damit haben wir, glaube ich, alle Stationen hergestellt, die wir herstellen können, bis auf die Guard-Station. Für die Guard-Station brauche ich auf jeden Fall Alkohol. Und zwar mehr. Wir haben hier oben 6 Alkohol, das wird nicht reichen. Da muss ich nochmal runter im Keller Alkohol herstellen. So, wir fahren in der Zwischenzeit. Alkohol muss ich noch morgen machen, aber mache ich, glaube ich, heute. Doch, wenn ich heute nochmal runterfahre in den Keller, mache ich dann den Alkohol. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal nach, ob wir irgendwo eine Nagelpistole bekommen. Mehr verkaufen, damit ich hier die Kisten leer kriege. Ich glaube, Toilettenpapier war der wichtigste Fund bisher. Nur ein bisschen Leder, um die Schuhe zu reparieren. Jetzt schon mal keine Nagelpistole.
jetzt hier gar nichts, was ich brauchen kann, außer vielleicht die Munition. Da hinten muss ich noch einen Trader gehabt haben, hier irgendwo. Das ist der Versunkene. Da brauche ich gar nicht hinfahren. Ist er doch. Wir schauen auch mal da vorne in dieses Häuschen rein, weil ich hier immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Überlebenden bin, der eine, wie heißt das, der eine Farm aufbauen will. Außerdem ist hier im Keller so ein Dingens. So ein Bunker. So eine Hazmat-Suit, ich glaube, die ist da vorne in der Kiste hier. Oh, eine schöne Hazmat-Suit. Die anderen kann ich besser machen. Also wenn er so einen Bunker findet und da ist der Arzt drin, dann müssen wir in das radioaktive Gebiet, was wir ja auch mit der Hazmat-Suit können, und dort einen Arzt, glaube ich, erledigen. Und dann bekommen wir hier irgendwas. Ach so, ein Rezept. Ja, ich glaube, da gehe ich erstmal leer machen. So viel Besonderes war da ja nicht drin. Und ich denke, ich gehe erstmal weiter verkaufen. Ich mache mir hier ein X hin. Garlic Seed, den brauche ich auf jeden Fall. Wow, endlich mal etwas, was der Händler hat, was ich gebrauchen kann. Was ich unbedingt haben muss, so meine ich das. Thank you.
Kann ich jetzt auch nicht kaufen. Da ich Idiot ja immer noch keinen Platz habe, ich könnte natürlich jetzt hingehen in das radioaktive Gebiet und eben einen Ast abschießen. Aber ich habe gesagt, ich gehe da 14 Tage nicht mehr hin und da tue ich auch nicht. Also ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was ekliger ist hier, um den Spieler zu nerven. Ah, ist schon weg. Gut. Ich glaube, jetzt fahren wir noch mal kurz im Keller. Ich dachte, ich hätte hier noch Stahl gehabt. Doch, da. Ja, liebe Leute, aber wir kommen nicht drum rum. Ich muss auf jeden Fall auch langsam anfangen aufzuwerten.
Ich hab das jetzt nur vergessen, weil ich da so gerne den kleinen Aufzug fahre. In das freie Feld, also nicht zwischen die Schlucht, da kommt der neue Garten hin. Sollte von den Phantoms irgendwas geben, damit man auch flächendeckend aufwerten kann. Genauso wie man flächendeckend malen kann. Also ein Viererkiste oder so. Und ja, das wäre nicht schlecht. Oder ich könnte auch kleiner bauen, das geht natürlich auch. Und ich werte hier alles auf, weil mir ja, wenn ich normal in der Hornennacht rumlaufe und direkt von hier aus um die Ecke zur ersten Falle laufe, dann schlagen die mir ja hier in der Ecke hier alles kaputt und kommen mir nicht hinterher. Aber wenn ich jetzt den großen Bogen hier laufen würde, so, dann hab ich sie alle am Hintern kleben und ja, dann kommen ja auch mehr in die Falle da hinten, die ich gebaut habe. Und ja, ist natürlich, wäre natürlich schon mal besser, wenn da irgendwelche viele kaputt gehen bei. Weil das sieht ja auch ganz gut aus. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel mehr passiert hier heute nicht. Ich werte nur noch ein bisschen auf. Und sagt ciao, ciao und bye, bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 68 wieder. Tschüssi.